Hallo zusammen. Heute haben wir ein Problem beim Mercedes mit Partikelfilterregenerierung. Mal schauen, was wird. Was ist? Achso, mein Kumpel meint, dass der Partikelfilter regeneriert sich mehrmals und immer. Und jetzt mal schauen. Also der meint, das regeneriert sich fast immer. Ich habe alle Fehler ausgelöscht. Und jetzt mal schauen, was finden wir raus. Oder irgendwie unten. Nochmal. Wenn ich auf Endposition, auf Neutral, hört man sich. Ja gut, S-Klasse bis 6.2009. Schnelltest. Wie gesagt, ich habe alle Fehler gelöscht und jetzt will ich euch nur zeigen, um was liegt, weil der ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, das Auto verbraucht Öl und Turbolader ist anfällig. Er hat Turbolader gekauft, habe angefangen Turbolader zu wechseln, habe ich den Turbolader angefangen zum wechseln und Turbolader sieht gut aus. Und deswegen, weil Partikelfilter zu ist, der macht Gegendruck im Motor und Öl wird ausgeblasen in Ansaugsbrücke. Aber jetzt mal schauen, wir gehen auf. Also ich habe kein Profigerät für Mercedes, kein Star, aber gehen wir hier ein. Okay. Also Fehler auslösen gar nicht, weil ich schon gelöscht habe. Aber wir Datenstrom lösen. Gut. Wir können hier mal schauen. Motor ist an. Ja, und mal schauen, was ein Partikelfilter sagt. Dieselpartikelfilter. Gut. Können wir alle auswählen, dass ich nicht mehr alles. Okay. Und jetzt können wir mal schauen. Abgasvolumen, Strom 44. Das passt. Aktueller Kilometerstand 236.000. Hascheneinheit, der dieser Rußpartikelfilter, der zeigt 0. Also. Und können Sie weiter schauen. Temperatursensor für Abgas-Turbolader minus 223 Grad. Temperatursensor für diesen Rußpartikelfilter 229 Grad. Und der geht nicht hoch. Klar, mit minus geht nicht. Wir sind nicht in Sibirien. Auch da gibt es nicht solche Temperaturen. Ja. Dann.
Also der regeneriert sich immer. Also gefahrene Entfernung seit letzter Regenerierung 33 Kilometer. Und Problem ist hier. Temperatursensor für Abgasturbolader und Temperatursensor für Diesel-Rußpartikelfilter. Kann sein, nur einem kaputt ist, aber weil ich kein Profi-Gerät habe von Star, was speziell für Mercedes ist, ich muss nur die beides tauschen und dann mal schauen, was weiter wird. Könnt ihr schauen auf die Skala, also der ist minus 200 Grad, der sollte klar über plus sein. Ich habe einen Kabelbau an die Sensoren angeschaut, die sehen gut aus. Also es liegt nur an einem von beiden Sensoren oder beiden. Jetzt mal schauen, werde ich das, guck mal das. Und deswegen, der probiert immer zum Regenerieren, aber schafft es nicht, weil der fängt an und der Sensor sagt, nein, ich habe nicht die Temperatur, was ich brauche, der registriert sich minus 228 Grad. So, das wär's. Rußinhalt, der Diesel-Rußpartikelfilter 80%. Strömungswiderstand 0. Aber was komisch ist, guck mal, Kilometerstand nach der letzten Korrektur des Aschengehalts 313.000. Und der hat nur 236.000 Kilometerstand. Kann sein, dass eine Kilometer zurücksetzen, oder? Wer weiß was davon? Wer weiß was davon? Also, Kilometerstand nach letzter Korrektur des Aschengehalts sind 313.000, fast 314.000 Kilometer. Und 236.000 hat er drauf auf Tacho. Wieso? Und wie? Ist das? Keine Ahnung. Weiß jemand von euch was? Vielleicht ist Kilometerstand abzocke, wo er das Auto gekauft hat. Bitte lasst mir unten in die Kommentare, ob ihr was weißt davon. Aber wie gesagt, Problem ist hier, an die beiden Sensoren. Temperatursensor für Abgasturbolader minus 221 Grad. Temperatursensor für Diesel-Rußpartikelfilter minus 225 Grad. Also eins von beiden oder beiden sind kaputt. Werde ich das mal tauschen und dann mal schauen, was für Ergebnis wird. Also Partikelfilter wird komplett abgebaut, zu einer Profi-Firma geschickt, komplett reinigen, professionell reinigen lassen, die beiden Sensoren getauscht werden. Und dann mal schauen, ob wir das Auto wieder auf die Straße hinkriegen. Also, bis nächstes Mal.